Valverde Villanueva Route durch die Berge. Wir verlassen die Mirlo-Straße und gehen weiter auf dem Corito-Pfad, der den Hang hinaufgeht, bis wir die Wassertanks erreichen, die die Gemeinde versorgen. Wir gehen weiter entlang der kleinen Kurve der alten Straße, bis wir einige Meter weiter die X203 erreichen. Wir überqueren die Straße und nehmen den Weg, der direkt vor uns liegt. Wir steigen die gesamte Strecke hinauf, bis wir eine Haarnadelkurve erreichen, wo wir rechts an einigen Gebäuden vorbeifahren. Gleich nach dem Passieren der Kurve nehmen Sie die rechte Spur und gehen an den vorherigen Gebäuden vorbei und weiter auf dem Weg, der die Bergkette hinunterführt. Wir gehen weiter auf dem Weg nach rechts und nehmen an einer Kreuzung den Weg nach links. Steigen Sie weiter die Ebene hinauf, passieren Sie die Straße durch Felder mit Gebäuden und erreichen Sie Villanueva über die Straße La Huerta de la Presa und weiter entlang der Straße La Encina, bis Sie die Touristeninformation der Gemeinde erreichen.